Willkommen zurück in The Cave, wo wir ja das letzte Mal hier unten bei dem Grog- und Hotdog-Automaten aufgehört haben, den wir uns ja noch nicht näher angeschaut haben. Aber in der Zwischenzeit habe ich noch ein paar Einstellungen vorgenommen. Das heißt, ich habe erstmal das Bild ein bisschen heller gemacht, weil es in den Videos, oder besser gesagt dem Video, ein wenig dunkel aussah. Mal gucken, wie jetzt die Einstellungen aussehen. Und ich habe noch was rausgefunden. Und zwar gibt es hier einen Punkt, so wird gespielt im Menü. Abgesehen davon, alles das, was wir schon rausgefunden haben, gibt es hier einen interessanten Teil, und zwar, was die jeweiligen Figuren an, naja, Special Moves haben. Das wäre einmal der Ritter mit der Unverwundbarkeit, wie ich das ja auch vermutet habe, der Hillbilly, der den Atem anhalten kann, auch das hatten wir ja herausgefunden, die Wissenschaftlerin mit Hacken ebenso und die Abenteurerin auch. Also die vier waren ja eigentlich relativ klar, bei den anderen war es ja eher so ein lustiges Rätselraten, aber schaut mal. Da haben wir die Zwillinge, die tatsächlich einen Geist irgendwie beschwören können, womit sie halt Aktionen machen können. Das haben wir ja nicht gesehen. Also ich habe ja eher vermutet, die können sprinten oder so. Da lag ich ja total falsch. Und dann haben wir den Mönch, der kann nicht angreifen, beziehungsweise er macht halt Telekinese mit seinem Geist. Und ja, die Zeitreisende mit dem Teleport war ja im Endeffekt wieder klar. Gut, das habt ihr hier halt in dem Menü. Und dann starten wir jetzt die Folge, würde ich sagen, einfach mal komplett durch. Gut. Was kann man denn hier an dem Sicherungskasten machen? Gar nichts anscheinend. Was können wir denn hier an dem Hotdog-Automaten machen? Auch nichts. Können wir uns einen Grog bestellen? Auch nicht. Gut, was gibt's denn hier? Da gibt's nichts. Also hier kann man tatsächlich nichts machen. Also machen wir mal Plan B und ziehen mal den Hebel und halten den und holen jetzt mal den Mönch, der hier oben ist. Da könnte ich zwar zurück, aber da will ich natürlich jetzt nicht hin. Da kommen wir ja gerade erst her und klettern mal hier runter und gucken mal, ob wir den hier das Ding benutzen lassen können, diesen kaputten alten Brunnen. Aber er sieht auch nicht so aus, als ob er das tun möchte. Und damit kann ich hier anscheinend auch nichts machen. Also ich kann nicht da den Brunnen mit Telekinese reparieren oder so. Gut, dann gucke ich doch jetzt aber erstmal hier unten, was der Ritter da für einen Hebel bewegt. Huch. Ja, schön. Ich habe mir jetzt den Eimer Wasser hier geholt. Den kann ich hier auch abstellen. Aha. Also dafür ist Telekinese also gut, um entfernte Objekte zu greifen. So, was kann ich hier noch machen? Der kann nix. Also beziehungsweise nichts mit den Gegenständen hier machen. Aber was ich jetzt nicht verstehe, wofür der Ritter da den Hebel zieht. Also augenscheinlich erkenne ich hier keinen Unterschied. Die Tür ist immer noch zu. Jetzt muss ich nochmal den Ritter auswählen. Und den Hebel loslassen. Irgendwas rumst da, aber ich weiß nicht was. Naja, bleib mal da stehen. Huch. So, jetzt stehen bleiben. Und du nimmst mal den Eimer. Kannst du den in den Sicherungskasten stellen und hier einen Kurzschluss verursachen? Das scheint anscheinend nicht zu gehen. Huch, nicht wegschmeißen. Damit kann ich nicht interagieren. Damit auch nicht. Damit auch nicht. Und damit auch nicht. Na gut, dann gucken wir uns mal an, was die Abenteurerin eventuell hier mit dem lustigen Brecheisen veranstalten kann. Damit kann ich es nur wieder wegschmeißen. Das will ich natürlich jetzt nicht. Dann holen wir die hier auch mal runter. Was kann die denn hier mit dem Brecheisen machen? Kannst du hier irgendwie das Zahnrad abbrechen? Huch, nein, anscheinend nicht. Hä? Kann ich da hoch? Oder war das jetzt nur gerade ein Grafikbug, dass ich da oben hängen geblieben bin? Anscheinend. Also da komme ich nicht wirklich hoch. Was das Zeichen da soll, das weiß ich auch noch nicht. Aber damit kann ich halt noch nichts machen. Beziehungsweise es sagt mir halt noch nichts. Ah, das macht das Ding hier ein Stück weiter hoch. Genau, das Tor ist oben. Das heißt, ich kann jetzt ja meinen Mönch hier holen
Lass den einmal mal da stehen. Den brauchen wir jetzt nicht. Glaube ich. Dann kann ich nämlich hier mit dem Mönch hier auch noch den Hebel ziehen. Zieh mal dran. Genau. Ach so, nein. Stehen bleiben natürlich. Und dann hier auf die Abenteurerin. Uah! Die jetzt, ja, danke, liebe Höhle. Ich wollte eigentlich meinen Spezialhaken hier einsetzen. Genau. So, und was passiert, wenn du jetzt da dran ziehst? Jetzt ist das Ding dauerhaft oben. Ja, der Mönch scheint da nicht mehr dran zu stehen. Gut, der ist jetzt frei beweglich. Und der Ritter auch. Das ist ja praktisch. So, dann gucken wir doch mal mit der Abenteurerin weiter. Oder sollte ich vielleicht den Ritter holen? Ich weiß nicht. Ich habe natürlich Angst, dass jetzt irgendwelche Gegner kommen. Da haben wir eine Glocke. Aha. Gucken wir erstmal hier oben. Was war hier? Da ist schon wieder so ein Symbol. Was ist denn das? Sieht einerseits aus wie so ein... Huch. Ein Bauernjunge. A, auszoomen. B, zurück. Was ist denn das? Fragezeichen. Sind das so Collectibles? Wo ist denn die A-Taste auf dem Pad? Da. Der Ritter. LB und RB? Der Zeitreisende. Ach so, da hat jetzt jeder Charakter so eine Sammlung an Malereien. Und die kann man dann tatsächlich zusammensammeln. Naja, jetzt ist es auch dunkel. Also das sind halt so quasi die Collectibles. Wahrscheinlich braucht man... Braucht man da alle Charaktere, um die halt einsammeln zu können? Huch, jetzt habe ich hier noch eine alte Kurbel. Was mache ich denn damit? Kann ich die jetzt unten bei dem Brunnen einsetzen? Oh Gott, das sind ja richtig viele Items. So, was haben wir denn hier? Sicherungskasten und noch ein Hebel und so. Ja, Hebel und so. Das sagt ja schon einiges aus. Dann hebeln wir doch mal. Oh. Was haben wir denn jetzt gehebelt? Müssen wir mal unten gucken. Wo ist denn der Ritter? Der steht hier unten noch. Da ist der leere Sicherungskasten. Boah, Hilfe. Gut. Dann holen wir doch mal. Erstmal. Nehmen wir mal hier diese. Oh. Like I said, there's no dying. Gut, also, sollte man nicht den Sicherungskasten benutzen, solange wie er noch intakt ist. Also müssen wir den irgendwie abschalten, um diese Sicherung danach ernehmen zu können. So, gucken wir doch mal, ob wir mit dem Hebel den anderen Brunnen benutzen können. Sputen wir dazu hier mal zurück. Am Mönch vorbei. So, kann man den hier einsetzen? Nein. Du sollst das da dran pappen. Warum tut die das nicht? Da ist doch ein Loch. Das sehe ich doch. Das passt doch genau da rein. Und damit könnte ich das Ding noch hochkurbeln. Aber der Brunnen ist außer Funktion jetzt, glaube ich, ne? Weil ich den Eimer schon habe. Das heißt, ich brauche das Ding wahrscheinlich gar nicht mehr. Weil vorher konnte ich ja irgendwie interagieren mit dem. Na gut, dann nicht. Zicke. Gut, gucken wir uns mal hier weiter um. Obwohl, ich könnte mal den Eimer Wasser mitnehmen. Hole ich mal meinen Ritterfreund, der steht da ja noch. Den könnte ich ja vielleicht auf den Sicherungskasten da oben schmeißen. Und damit einen Kurzschluss verursachen. In der Hoffnung, dass ich dann die Sicherung für unten mitnehmen kann. Und dann kann ich damit vielleicht irgendwie einen Mechanismus unten in Kraft setzen. So, schauen wir doch mal, ob das funktioniert. Machen wir mal hier. Schwupp. Das scheint ja zu geklappt zu haben. So, jetzt habe ich die Sicherung. Jetzt kann ich mit der Sicherung nach unten düsen und die da mal einbauen und gucken, was ich da dann hebeln kann, beziehungsweise aktivieren kann. So, den Sprung haben wir ja auch hier tadellos gemeistert. Top A- und B-Note. Und dann setzen wir mal das Ding hier ein. Ja, Mensch. Und haben natürlich mit dem Grog-Automat und den Hotdog-Automat aktiviert. Dann ziehen wir uns doch mal hier einen Snack.
Rumpel, rumpel. Und da haben wir einen Grog. Achso, den trinkt er gleich aus. Ja, super. Dann hol dir doch mal einen Hotdog. Boah, das Ding explodiert gleich. Oh, da haben wir ja ein kleines Würstchen. Ups. So, jetzt habe ich einen Grog und ein Würstchen. So, das kann ich... Nee, das kann ich nicht aufnehmen. Also wie gesagt, das trinkt er sofort. Das ist natürlich nicht so schön. Und was ist hiermit? Isst er das auch sofort? Nee, das kann ich mitnehmen. Aha, also habe ich hier jetzt schon mal ein Würstchen. Ich weiß zwar nicht, wofür man hier ein Würstchen weiter im Spielverlauf braucht, aber ich habe einen Hotdog. Kann jetzt ja auch nicht schaden. Ja, dann gehe ich doch mal mit dem mal weiter linsen. So, dann haben wir noch die Kurbel. War da oben denn jetzt noch was? Beziehungsweise funktioniert da oben jetzt der andere Hebel-Greifarm-Mechanismus? Oder ist der jetzt außer Funktion, weil die Sicherung nicht mehr drin ist? Das wäre natürlich auch noch interessant zu wissen. So, zieh mal dran. Ne, Hebel und so funktioniert nur, wenn tatsächlich die Sicherung drin ist. Also muss ich die dann irgendwann wieder mit dahin packen. Wahrscheinlich. Weil ich ja diesen Hebelmechanismus bestimmt brauche. So, aber ist die Frage, wofür brauche ich das Hotdog und den Grog, den ich mir ja dadurch jetzt erarbeitet habe? Gucken wir doch mal hier. Ach du Scheiße, was ist das denn? Da ist eine Glocke. Kugel mit Stacheln. Was ist das da drüben? Alter! Böse Höhle. Böse. Was ist denn das für ein Ding? Also da komme ich nicht weiter, solange da das Dingsy ist. So, aber ich habe da eine Idee. Und zwar gehe ich mal hier zurück. Und... Ah ne, Moment. Doch, erstmal wollte ich die Sicherung holen. Genau. Die brauche ich jetzt wahrscheinlich. Die baue ich nämlich erstmal da oben wieder ein. Damit der Greifarm-Mechanismus funktioniert. Und die lege ich mal dahin. Da geht nämlich ein anderer hoch. Ich bleib mal hier stehen. Der Ritter kann nämlich dann die Glocke gleich läuten. So, und dann haben wir hier Kollege Mönch. Der nimmt die Sicherung jetzt mal bitte mit. Und geht damit hier nach oben. Und baut die da wieder ein. Dass wir den Greifarm mal benutzen können. Dann möchte ich nämlich mal gucken, ob der da unten nämlich lang geht. So, dann hat der nämlich hier Saft. Ja, genau. Ha, das habe ich doch vermutet. Dann habe ich eine ganz verrückte Idee. Schnappen wir uns doch mal hier dieses lustige Hotdog. Und locken damit dann gleich dieses gefräßige Kackfieder an. So, jetzt haben wir da nämlich einen Köder. Und der Mönch ist oben in Position. Der kann den Hebel betätigen. Und dann läute ich mal die Glocke. So. So, und du ziehst jetzt mal an dem Hebel dran. Mach! So, und jetzt haben wir das Vieh gefangen. Haha. So, mit dem Hebel und so. Jetzt möchte ich nur den Sicherungs... Kann ich den jetzt mitnehmen? Ja, das Vieh bleibt da gefangen. Das ist ja toll. Ich kann die Sicherung einfach wieder mitnehmen. Weiß ja nicht, ob ich die da unten noch brauche für gleich. Oder für später. So. Da haben wir die Sicherung. Da haben wir den Hebel. Wo haben wir denn unser Brecheisen? Das könnte ich ja auch nochmal mitnehmen. Kann die denn hier den Grog mitnehmen? Nö, die zieht die sich dann auch sofort rein. Alles voll... Prost. Alles voll die Säufer. Aber wie ich da jetzt oben hinkommen soll, also wie gesagt, hier ohne eine andere Figur, weiß ich nicht. Also wenn ihr es mit den dreien rausgefunden habt, also ich kann es mir vorstellen mit dem Zeitreisenden, der hier rüber teleportieren kann. Das kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, ob es mit anderen möglich ist, weiß ich nicht. Wenn ihr es mit anderen geschafft habt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob es da halt eben noch eine Möglichkeit gibt. Aber wie gesagt, ich sehe da jetzt ad hoc keine. So, und dann können wir... Wo habe ich denn mein Brecheisen? Ich sollte die Sachen nicht so verteilt liegen lassen. Habe ich das hier oben liegen lassen? Oh Mann. Hilfe! Ah ja, hier oben liegt es.
So, zack, das nehmen wir mit. Kann jetzt ja nicht schaden. Man weiß ja nie, wofür man das gleich noch braucht hier. So, und dann kann ich mit dem guten Ritter hier mal weiter. Und mal gucken. Oha, das Licht färbt sich grün. Grasgrün. Oh, hier habe ich doch was. Das kann ich doch aktivieren. Und da habe ich irgendwas vom Mönch gefunden. Ja, Mensch. So. Und dann gehen wir mal weiter. Ach, die anderen kommen mit. Wo muss ich denn jetzt hin? Hallo? Ich sehe keinen Weg. Muss ich da jetzt einfach runterspringen? Ich tu's mal. Oh, hier ist Wasser. Ja, ist ja praktisch. Und dann komme ich... Ah, hier ist wieder der Weg. Verstehe. Ist aber schwer zu sehen. So, was sehe ich denn hier auf der anderen Seite? Guck da mal jetzt lieber nach. Da ist nichts. Eine Atemleiste sehe ich nicht. Von daher weiß ich jetzt nicht, was mir der Bonus vom Hillbilly unbedingt bringen würde. Naja, gut. Was ist das hier? Eine Flamme. Nimm die doch mal mit. Hallo? Nein. Ja, und die nächste Frage ist, weil ich ja hier nie wieder hochkomme. Welche Items nehme ich mit? Das heißt, wenn ich jetzt ja irgendwelche essentiellen Items oben vergesse und das Spiel so gemein ist, ist nicht nur die Gruppenkonstellation entscheidend, sondern auch welche Items ich mitnehme. Da bin ich ja schon mal sehr gespannt drauf. So, gehen wir mal erstmal hier gucken. Hier ist ein Weg. Also besser gesagt, hier wäre ein Weg, wenn er nicht blockiert wäre, aber den kann ich wahrscheinlich sprengen. Aber ich kann die Flamme halt nicht nehmen. Naja, gut. Dann würde ich sagen, da wir hier das fiese Hunde-Monster-Moped diese Folge schon kaputt gemacht haben, machen wir jetzt an der Stelle für diese Folge Schluss und erkunden den neuen Teil dann frisch in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich viel Spaß beim Rumknobeln.